Hey und willkommen zurück auf dem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist, hier am Donnerstag. Ich habe heute einen besonderen Gast dabei, beziehungsweise bin ich bei einem besonderen Gast zu Hause. Ich will ja gar nicht angeben, ich bin nicht in meiner eigenen Wohnung heute. Und zwar den Jasper Kaven. Und der Jasper, der macht etwas, da haben wir auch schon mal auf dem Channel drüber gesprochen, aber ich habe da nur so wenig Ahnung von. Und Jasper beschäftigt sich da halt den ganzen Tag mit, der hat wirklich viel Ahnung davon. Nämlich geht es um das Thema NoFap. Und nur noch mal kurz, falls ihr das jetzt nicht sagt, NoFap bedeutet einfach, dass du dir entweder keinen runterholst oder keine Pornos mehr schaust. Da gibt es ja verschiedene Variationen. Es gibt noch die Hardcore-Variante, auch keinen Sex mehr zu haben für eine Zeit. Genau. Aber an sich ist dieses Grundelement nicht mehr zu masturbieren. Genau, also darum geht es. Und da habe ich einfach den Jasper mal rangeholt, weil er da wirklich viel Ahnung von hat. Und der wird dir mal erzählen, warum Pornokonsum, warum übertriebener Pornokonsum dafür sorgt, dass du viel weniger Erfolg bei Frauen hast und dir auch sagen, was du dagegen tun kannst. Wir werden so ein bisschen uns den Ball rüberspielen und so ein bisschen darüber diskutieren. Und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Deswegen, Jasper, erzähl mal, Pornosucht, warum ist das so schlimm für uns Männer? Ja, wie du sagst, ich finde es ganz spannend, auch diese Verknüpfung, weil das Flirt-Thema ist ja bei dir auch ganz groß und das war für mich wirklich auch persönlich so eine Erkenntnis, weil ich früher immer dachte, okay, man guckt so viele Pornos, weil man halt keine Dates hat oder keinen Erfolg bei Dates hat und dann bleibt ja nichts anderes übrig, bis ich gemerkt habe, nee, ein großer Teil ist auch, dass wir keine Dates haben, weil wir Pornos gucken. Und wenn man sich, also dieses ganze NoFap-Thema, um das einmal so abzurunden, in meinen Augen wird oft so eine Religion draus gemacht. Das wirkliche Problem ist eigentlich wirklich dieser exzessive Pornokonsum. Von mal einem Film gar kein Problem, aber wenn man täglich 3-4 Mal ein Porno guckt, so, dann kann das problematisch werden. Und das sind wirklich Leute, die mir diese Zahlen schreiben. Also das denke ich mir jetzt nicht aus. Und ein Riesenproblem ist einfach, dass man sich unglaublich an diesen Pornolook gewöhnt. Also Frauen in Pornos sind immer perfekt überschminkt, haben keinen einzigen Pickel, mit den perfekten Ausleuchtungen, die machen alles, was du willst. Und du gewöhnst dich unglaublich an diesen Look. Und eine Frau im echten Leben kann das nicht erfüllen. Ich merke das auch in anderen Bereichen. Ich bin ja eigentlich studierter Ernährungsberater und ich habe das zum Beispiel genauso in diesen Sportbereichen. Wenn du nur noch im Fitnessstudio bist und nur noch solche Frauen um dich herum hast, ist jede normale Frau für dich auf einmal so, weil du diesen extrem durchtrainierten Look meinetwegen gewohnt bist. Und es gibt da ja auch einen Begriff für den Coolidge-Effekt. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Ich hab's schon mal gehört. Ist was Psychologisches, ne? Genau, es geht im Endeffekt darum, dass bei einem Mann der Reiz, mit der gleichen Frau wieder zu schlafen, unglaublich stark abnimmt. Ach ja, das war das. Es gab so eine Grafik mit diesen Schäfchen. Ja, die ist ganz bekannt geworden. Da geht es darum, quasi, wie lange es bis zur Ejakulation dauert. Aber die Studie hat viel mehr angeguckt. Das ist ganz spannend. Die haben versucht, Schafe dazu zu bringen, nochmal mit der gleichen Frau zu schlafen. Und haben andere Pheromone an die Vagina gemacht, haben das Schaf in der Decke verhüllt und sowas. Und das Schaf hat immer gemerkt, nee, die hatte ich schon. Hab ich kein Interesse dran. Der Mann soll halt seine Gene vielfältig weitergeben. Das Problem ist, dass wir uns auch an andere Reize gewöhnen. Es hat also einen Grund, warum die Leute auf einmal in totale Fetischbereiche reingehen oder irgendwelche Cumshot-Compilations gucken oder sowas oder warum jeder Porno irgendwelche Analverkehrsszenen drin hat, weil diese normalen kleinen Reize vielleicht irgendwie sich auszuziehen, sich zu küssen, zu kuscheln, Nähe zu spüren, das nimmt so stark ab, weil man nur noch diese Hardcore-Reize konsumiert, dass die leider auch im echten Leben irgendwann weniger Bedeutung haben. Problem ist, die meisten Frauen wollen nicht beim ersten Date Analverkehr am Cumshot und dementsprechend sinkt wirklich einfach das Interesse an echten Frauen. Hm. Du hattest vorhin noch einen ganz interessanten Punkt, wo du gesagt hast, dass es so eine Kurzzeitmentalität bestärkt, sag ich mal. Das wird im Englischen Instant Gratification genannt, also sofortige Belohnung, und das ist ein Problem, was wir heutzutage eigentlich in vielen Bereichen haben. Ich meine, ich will irgendwie ein Lob, ich poste schnell was bei Facebook, damit die sagen, toll gemacht. Ich will einen Lacher, ich gehe schnell auf eine Witze-Seite wie ein Gag. Also alles soll auf einen Knopfdruck funktionieren. Und das ist halt bei diesem Sex-Thema leider auch so. Sondern wir verlernen, für Sachen, die wichtig sind, zu arbeiten und Energie und Zeit reinzustecken und gewöhnen uns daran zu sagen, ich habe jetzt Lust, ich will jetzt Sex, ein Knopfdruck. Problem wieder hier, im echten Leben funktioniert das nicht. Wenn du finanziell frei sein willst, wenn du einen guten Körper haben willst, wenn du gesund sein willst, wenn du eine tiefgründige, erfüllte Beziehung führen willst, dann geht das nicht auf einen Knopfdruck. Problem ist halt, wir verlernen das und das macht es sehr schwierig. Auch das kenne ich von mir selbst. Ich habe es dir vorhin schon erzählt, sogar bei Tinder oder so, hatte ich dann mit Frauen geschrieben und irgendwann hast du so viel Lust durchs Schreiben bekommen, dass du denkst, okay, bisschen Selbstbefriedigung wäre jetzt vielleicht nicht schlecht, und danach schreibt sie wieder irgendwas und denkst so... Da hast du keinen Bock mehr. So, oh. Außer sie war heiß, aber du kriegst auf Tinder immer nur irgendwelche... So lange Frauen. Ich muss gestehen, Tinder ist eh nicht meine Lieblingsplattform. Nee, ich finde es cool. Ich habe gerade dein Video gesehen, wie du auf der Straße angesprochen hast, und ich muss gestehen, ich finde das viel cooler als bei Tinder, weil du einfach viel schneller merkst, haben wir eine Verbindung, haben wir ein Vibe oder nicht. Ja. Aber einfach wirklich danach, du hast keinen Bock mehr zurückzuschreiben. Und da siehst du schon,
Im echten Leben funktioniert es nicht auf einen Knopfdruck, aber man kriegt echt einen sehr kurzen Atem, was das angeht. Ja, das stimmt. Das wirkt sich halt auch mal negativ darauf aus, wenn du halt unterwegs bist auf der Straße, wenn du Frauen im Alter kennenlernst. Das ist halt eine Sache, die ist auch mit, sagen wir mal ehrlich, mit Rückschlägen verbunden. Ja. Es funktioniert nicht immer, du hast es im letzten Info-Video auf meinem Channel auch gesehen, es funktioniert einfach nicht immer. Und wenn du dieses, ich möchte alles auf Knopfdruck haben, ich möchte alles sofort haben, ich möchte keinen großen Aufwand für etwas betreiben, dann bleibst du auch nicht lange genug dran, weißt du? Dann bekommst du deine 3-4 Ablehnungen und bist so, boah, das funktioniert einfach nicht für mich, das bin nicht ich, das ist nichts für mich. Und kommst dann mal nie an den Punkt, dass es sich wirklich lohnen kann, dass du wirklich tolle Frauen kennenlernen kannst dadurch. Und ich glaube, deswegen ist es ein Riesenproblem mit diesem, dass man bei Pornos einfach sofort das bekommt, wo man früher hart verarbeiten musste. Ich glaube, das war auch in dieser, wo dieses Diagramm war mit dem Coolidge-Effekt, dieses damals in der Steinzeit hast du halt wirklich irgendwie die da verarbeiten müssen, dass du deine Frau wegficken kannst, so, und jetzt kannst Wobei in der Steinzeit hast du wahrscheinlich noch Keule drauf in die Höhle geschleppt. Genau, auch mit einem Klick so. mit einem Keulenschlag. Aber unter Umständen musst du dich ja mit anderen Steinzeitmenschen so ein bisschen prügeln, so um die Frau. Und da war auch dieses mit dem, du kannst einfach durchklicken und hast du hast mehr Frauen in 10 Minuten, als deine Vorfahren in ihrem ganzen Leben gesehen haben. So kannst mehr Frauen in 10 Minuten sehen. Das ist der Grund dafür, dass man dann teilweise irgendwie stundenlang Pornos guckt oder nicht nur einen Film guckt, sondern 12 Tabs offen hat, weil wir einen unglaublich starken Dopamin, also Dopamin ist das Hormon, was für Glück vom Gefühl her sorgt, aber auch für Antrieb, dass wir in die Handlung kommen. Macht Sinn, dass wir das bekommen, wenn wir eine nackte Frau sehen, weil wir sollen uns dabei gut fühlen, damit wir es öfter machen und wir sollen in die Handlung kommen. Problem ist, durch den Coolidge-Effekt nimmt der Reiz eben wieder ab. Das heißt, durch dieses eine Video, was ich gucke, wird nicht mehr genug Dopamin ausgeschüttet. Wenn ich aber aufs nächste Video klicke, ist das eine neue nackte Frau und wieder 100%iger Dopaminausstoß. Und das heißt, wenn ich immer weiter klicke und immer weiter aufs nächste Video klicke, kann ich quasi stundenlang mich selbst mit Dopamin befeuern und das machen die Männer eben dann. Aber ich fand es ganz spannend, was du davor gerade noch gesagt hast, und zwar dieses Thema mit den Ablehnungen, weil viele werden durch diesen ganzen Pornokonsum auch einfach zu unselbstbewusst und zu schüchtern, weil das sind sie in einer perfekten Welt, wo sie jeden Fetisch bedienen können, jeden extremen Reiz abrufen können und sie können kein Nein oder eine Ablehnung oder was bist du für einer oder was auch immer, ohne es verurteilen zu wollen. Weißt du, aber im echten Leben ist das anders. Und das Problem ist, wenn sie aber gewohnt sind, Analverkehr mit einem Klick zu kriegen und dann eine Ablehnung kriegen, wenn sie vielleicht nach der Nummer fragen oder nach einem Essen gehen, dann kommt das Selbstbewusstsein damit nicht zurecht. Und das ist was, da muss man sich wieder reinbegeben, da muss man lernen, damit umzugehen, auch wieder ein Selbstbewusstsein aufzubauen. Und deswegen finde ich das so wichtig und so cool, dass du einfach auf die Straße gehst und das machst, dass du aber auch genauso zeigst, so, hey, es muss nicht perfekt sein, es muss nicht immer klappen, wichtig ist einfach nur, es zu machen. Genau, und dran zu bleiben. Also nicht dieses Kurzzeitige, sondern mehr so auf lange Sicht gesehen, das zu machen. Was ich jetzt interessant fände, ich habe das eine ganze Zeit dann selbst mal gemacht, NoFap. Muss gestehen, dass ich momentan bin ich nicht so drin und das, was du eben erzählt hast, so dieses, dass man Pornos guckt und man klickt sich so durch, schuldig im Sinne der Anklage. Kenn ich auch. Was sind denn so deine Empfehlungen? Was würdest du sagen? Also was ist ein gesunder Rahmen? Es ist natürlich mal witzig, sich so 30 Tage nur Fab-Challenge zu machen, und du willst halt nicht für den Rest deines Lebens jetzt nie wieder einen Porno gucken oder nie wieder den runterholen oder nie wieder Sex haben. Das ist ja nicht das, worum man hinaus will. Was denkst du oder was weißt du aus deiner Erfahrung, ist so am gesündesten so, dieser gesunde Mittelweg, sag ich mal, der hilfreich ist, aber trotzdem noch auch durchführbar ist. In meinen Augen ist es so, dass man Pornokonsum durchaus komplett weglassen kann. Ich würde aber alles mitnehmen, was irgendwo mit echtem Sex zu tun hat. Also auch zu sagen, ich masturbiere nicht mehr, ist für mich nur ein Schritt auf dem Weg, weil für viele Männer, die wirklich in so einer Pornosucht drinstecken, ist das so eng verwoben, es gibt nicht mehr Masturbation ohne Pornos zu gucken. Es war bei mir genauso, ich konnte nicht mehr masturbieren ohne einen Pornofilm. Also wie in Schulzeiten nur mit der Fantasie, so, das gab es nicht mehr. Und das heißt, da muss man einfach mit beidem aufhören, um davon loszukommen. Und deswegen machen viele einen Monat oder drei Monate, sind sehr üblich. Und jetzt sagen wir mal, okay, man ist davon los und hat wieder eine echte Sexualität und nicht nur irgendwelche äußeren Reize, die einen steuern. Dann bin ich halt der Meinung, man kann ganz normal masturbieren, wenn es aus echter Lust kommt und sollte auch ganz normal Sex haben. Das ist eine schöne Sache und gehört auch zu Beziehungen und Co. dazu. Aber Pornos kann man weglassen, weil die halt sehr viel Schaden verursachen können und an sich, wenn man zu einer echten Lust, zu einer echten Sexualität zurückfindet, nicht mehr sein müssen. Problem ist, man muss wirklich einmal über diesen Berg sein, quasi. Weil es ist ganz spannend, wenn man mal guckt, warum wir eigentlich masturbieren. Und die meiste Zeit tun wir es nicht aus echter, von innen kommender Lust quasi. Sondern entweder von irgendwelchen erotischen Reizen, so Game of Thrones Sexszene, YouTube-Thumbnail mit Brüsten drauf oder was weiß ich, weißt du? Ja, sowas. Ja, weißt du so? Aber das ist wirklich, also ganz oft äußere Reiz. Einfach, wir haben Werbung bombardiert uns mit Erotik. Das andere ist einfach Gewohnheit. Immer vorm Schlafen gehen. Immer, wenn der Mitbewohner nicht zu Hause ist. Immer, wenn, was auch immer.
Und das dritte ist emotionale Lage. Wenn ich einsam bin, wenn ich traurig bin, wenn ich wütend bin. Aber auch das ist wieder was wie mit diesem Selbstbewusstsein. Wir flüchten aus einer unangenehmen Situation. Diese Parallele haben wir immer wieder. Wir flüchten in eine Welt, wo wir schöne Gefühle kriegen und Herr der Lage sind. Und da müssen wir lernen, rauszukommen und uns wieder auch mal in eine unangenehme Situation reinzuwagen und lernen, mit diesen Emotionen wieder umzugehen. Und wenn ich schaffe, das alles abzulegen, zum Beispiel durch so eine Challenge meinetwegen von x Tagen, und dann irgendwann sage, okay, ich habe Lust zu masturbieren, sehe ich kein Problem drin. Ich glaube, es kann halt schwierig werden zu sagen, ich gucke wieder Pornos. Das ist dann vielleicht so ein bisschen wie bei einem trockenen Alkoholiker. Wie viel ist für den zu trinken okay, weißt du? Es wird kein Problem sein, wenn er am Wochenende mal ein Glas Wein trinkt. Oder wenn du mal alleine oder mit der Partnerin mal einen Pornofilm guckst. Aber wie schnell kommst du vielleicht doch wieder in diese Spirale rein? Stimmt, das können wir auch mal mit der Partnerin einen Pornofilm gucken. Und so zum Beispiel. Das ist ja wieder, es ist ja mehr was, dann interagierst du ja mit einer Person. Interaktives, genau. Das bindet man in dein Sexleben ein, um da mal eine Besonderheit reinzubringen. Ja. So, finde ich dann zum Beispiel eine coole Lösung, um zu sagen, man kann dieses Medium nutzen, um irgendwie eine sexuelle Stimulation reinzusetzen, so wie man auch Sexspielzeug oder verrückte Orte oder was auch immer nutzen kann, aber ohne die Gefahr zu laufen, irgendwie alleine wieder sich da so rein zu verlieren. Klingt sehr vernünftig. Wenn du sagst, eine Monate bis 90 Tage, also ich kenne es auch so, 90 Tage, was ist da so der optimale Zeitraum, wo du sagst, so, das ist, also wahrscheinlich ist es natürlich ist es individuell, aber was würdest du sagen? So? Ich finde, wie lang der Zeitraum jetzt wirklich ist, also ob ich jetzt 30 oder 90 Tage mache, ich finde 90 ist ein guter Ansatz, um wirklich, damit man lang genug Zeit hat, dass sich im Gehirn auch wieder die Reize verändern und sich wieder normalisieren. Und wie hart man jetzt auch die Methode macht, also ob man bloß keine Pornos mehr guckt oder auf Masturbation verzichtet oder auch mal sagt, man 90 Tage gar keine Ejakulation, hängt in meinen Augen stark davon ab, wie tief man da drin steckt. Also wenn du wirklich massive Probleme hast, sagst, ey, ich erkenne mich hier überall wieder, ich masturbiere jeden Tag mindestens eine Stunde, aber eigentlich masturbiere ich 3 oder 4 Mal am Tag, ich gucke immer Dutzende Pornos, ich bin extrem unselbstbewusst, habe keinen Erfolg bei Frauen, fühle mich immer schwach und energielos und so weiter, dann würde ich eben eine Methode wählen, wo ich sage, vielleicht mal 90 Tage, vielleicht auch mal komplett auf Ejakulation verzichten. Wenn du sagst, okay, ich masturbiere eigentlich zu viel, ich verschwende da Zeit, das ist vielleicht irgendwie alles so ein bisschen ungut und ich würde es auch gerne mal wieder genießen können, die Freundin im Tanga zu sehen und nicht immer nur irgendwie die Gangbang-Szene anzugucken, dann reicht es auch einfach auf Pornos zu verzichten. Also man muss so ein bisschen selbst tarieren, so wie tief stecke ich da drin. Ich persönlich bin zum Beispiel den Weg gegangen zu sagen, keine Pornos, keine Masturbation, weil wie gesagt, auch bei mir das einfach so eng verwoben war, dass nur keine Pornos mehr nicht funktioniert hätte. Aber ich habe zum Beispiel von Anfang an gesagt, ich habe Sex mit Frauen und das finde ich ist eine schöne und wichtige Sache und daran möchte ich mich nicht beschränken. Ja, würde ich auch so sehen. Kennst du diese, das finde ich auch interessant, kennst du diese ganzen Benefits, die man haben, die man hat von NoFap, so, gibt es ja in den Foren immer, die Leute schreiben, was, keine Ahnung, so ganz verrückte Sachen, so. Letztendlich, Haare wachsen nach auf dem Kopf, wenn du Glatze genau, hast. Genau, so. Mehr Bart und mehr Muskeln. Und also wie gesagt, es wird, du brauchst nicht mehr schlafen und so. Es wird irgendwie viel Religion draus gemacht. Ich bin der Meinung, dass wirklich sehr viele Probleme, wie gesagt, durch diese Pornosucht kommen. Das haben wir jetzt im Endeffekt thematisiert. Und wenn du das lässt, kommen automatisch die Vorteile. Selbstbewusster, mehr Erfolg bei Frauen und so weiter. Was du durch dieses reine Aufhören mit Masturbation noch hast, ist mehr Energie im Alltag. Jedermann kennt es eigentlich nach der Ejakulation. Bist erstmal so ein bisschen, fährst du ein bisschen runter, bist ein bisschen erschöpft. Manche Männer schlafen ein, manche sind vielleicht nur ein bisschen müder. Das ist unterschiedlich. Jetzt aber wieder der Punkt, wenn ich 3 bis 4 Mal am Tag masturbiere und ejakuliere, also 3 bis 4 Mal am Tag müde und erschöpft bin, dann kann ich mir vorstellen, wie viel Energie ich in meinem Alltag noch habe. Und wenn dann solche Männer sagen, hey, ich verzichte mal 90 Tage komplett auf Masturbation, dann haben die auf einmal viel mehr Drive, einfach so, hey, ich habe Bock mal wieder zum Sport zu gehen, ich habe Bock mehr Frauen anzusprechen, ich habe Bock mein Business vielleicht wieder besser zu machen. Also du hast einfach mehr, du strotzt vor mehr Energie, das ist so ein Vorteil einfach. Aber ich bin vorsichtig damit. Es gibt auch Leute, die sagen, dass sie zum Beispiel Potenzprobleme hatten und die beseitigt haben. Was jetzt zum Beispiel auch einfach daran liegen kann, dass sie vielleicht nur auf den Pornolook gewöhnt sind, da eben noch einen hochkriegen und im echten Leben sagen so, das tönt mich jetzt nicht mehr. Klar, wenn ich das beseitige, können auch die Potenzprobleme besser werden. Ich bin aber immer vorsichtig damit, so totale Extremversprechen zu machen. Du wirst nicht unsterblich und Superman. Ja, das gibt es ja teilweise, das sind nicht möglich. Das ich schlafe nur noch 3 Stunden und auf einmal so ein Bart und Muskeln gewachsen und ja, also man muss es nicht übertreiben damit. Nee. Aber wirklich eine total hilfreiche Sache, also mit enorm positiven Effekten. Ich habe es damals auch selbst gemerkt, als ich das eine Zeit lang gemacht habe. Wie gesagt, mittlerweile slacke ich da selbst so ein bisschen rum und werde aber wieder anfangen. Ich bin jetzt inspiriert durch das Gespräch. Nimm dir die Motivation. Also zumindest, du hast recht, so Pornos können da raus. Die Pornos können da raus. Das ist der Punkt, genau. Ich würde mir nicht keinen mehr runterholen. Das ist halt so, okay, mein Gott. Vor allem kein Sex, das finde ich halt so too much. Aber du hast schon vollkommen recht, so die Pornos, das ist halt schon enorm unnötig. Und das ist halt genau das, was du sagst, es ist meistens so ein, es ist so ein Trigger-Ding. Es ist nicht so, jetzt habe ich mal wirklich Bock mehr, ihn runterzuholen, sondern es ist so,
Boah, ich kenne das so, ich arbeite, das kennst du sicher auch so, ich arbeite hier. Wenn man zu Hause arbeitet, genau, kennt man das gar genau, nicht. Ja. Arbeitest zu Hause, dann bist du so, boah, das ist ganz schön anstrengend. Ey, ich habe das sogar letztens noch bei Arbeit gemacht, so, ich war, also das war Arbeit, aber im Coworking Space, ich war im Coworking Space und da war ich so, ey, ich hab Bock mir jetzt einen runterzuholen, dann bin ich aufs Klo gegangen und hab einen runtergeholt, ich war so, boah, kann man machen, so. Dabei, also, es war, ist doch nicht schlimm so, aber, okay. Das so hast du viel mehr Männer gehen, gemacht, ne? Als man denkt. Ja, ja, ich höre das auch mal wieder. Aber ja. Das ist doch krass, oder? So. Ja, das ist krass. Man wird so von der Libido gesteuert, aber von eben diesen äußeren Einflüssen und von diesen Fluchtmechanismen. Ja. Das ist schon spannend. Ja, deswegen mehr Kontrolle in deinem Leben und einfach mehr Erfolg bei Frauen. Das ist wirklich ein Faktor so. Weil wenn du dir halt, wenn du halt das Ganze erstmal sein lässt, wenn du dir keinen Grund hast, wenn du dir keine Pornos schaust, dann bist du halt geil. So, bist du halt du hast einfach mehr Drang hinter. Genau. Dann wenn du sagst, ich will endlich mal wieder ejakulieren, dann hole ich mir halt einen runter und gucke ein Porno, dann ist das Ding weg. Wenn du sagst, ich will endlich mal wieder und mein einzige Erlaubnis ist, dass ich halt rausgehe und eine anspreche, bis es klappt, dann hast du Grund, es zu tun. Ja, also das ist halt gerade für die, die jetzt sagen, okay, ich möchte mehr Erfolg mit Frauen, ich möchte dieses auf der Straße Frauen-Kennen-Thema angehen oder das ist auf der Straße allgemein Frauen-Kennen-Thema angehen, mach das mal, also wirklich, hört mal auf damit und dann merkt mal, wie. Also ich habe einfach Bock so und mit dieser neuen Energie, mit diesem Bock, mit diesem auch neuen Selbstbewusstsein, ist es dann gleich viel einfacher, das Ganze umzusetzen. Gerade wenn du am Anfang stehst und sagst so, hey, ich finde nicht die richtige Motivation anzufangen, dann kann das unglaublich helfen. Natürlich ist es immer fragwürdig, wenn du so gar keine Motivation hast, eigentlich solltest du sie haben bei so einem Thema. Ja. So, aber das kann auch ein Zeichen dafür sein, dass du halt wirklich so krass in dieser Sache drin bist, dass du schon gar keinen Bock mehr hast auf diese richtigen Real-Life-Interaktionen, so, weil du halt, die Pornos reichen dir halt. Und deswegen super interessant für jeden, glaube ich, der sich so mehrmals am Tag einen runterholt, immer zu Pornos. Und ich glaube, das sind die meisten Männer. Das ist ein relativ normales Verhalten. Ja, also ich kenne wirklich beides. Ich habe auch schon mit Männern geredet, die gesagt haben, so irgendwie ab und zu 5 Minuten ein Clip gut ist. Aber ich kenne so viele Männer und ich kenne es von mir selbst, die wirklich sagen, ey, es geht mal schnell eine halbe Stunde, Stunde, eigentlich täglich und immer mindestens 10, 20 Clips. Weißt du so? Das ist verbreiteter, als man denkt. Ja, es ist. Und ich finde es cool, insofern lernen wir so gegenseitig quasi, weil ich habe auch wirklich dadurch angefangen, mehr rauszugehen, mehr Frauen anzusprechen. Ja. Ich habe es schon immer, du bist ja auch ein Freund davon, so zu integrieren, mit situationsbezogenen Sachen anzusprechen. Mhm. Und das habe ich in der richtigen Umgebung schon immer mehr dann eingebunden, einfach zu sagen, ey, warum suchst du nicht mehr Gespräch zu anderen Leuten? Aber auch um zu sagen, ey, nee, ganz aktiv, wenn da eine Frau läuft, die mir gefällt, geh einfach mal hin und sag Hallo, ob das jetzt perfekt ist oder nicht. Und fühl dich mal ein bisschen als Challenge damit wohl, dass du dich in dem Moment völlig unwohl fühlst. Geh da raus, egal wie kacke das war. Es war ein Erfolg, weil du es getan hast und weil du dich getraut hast, in diese Situation reinzugehen. So. Und mit der Einstellung, dieser Challenge ja auch für mich quasi, habe ich damit auch mehr angefangen. Und ich kann nur sagen, das ist so eine neue Welt, wenn man das entdeckt. Und so eine Erfüllung, wenn du die Fähigkeit hast zu sagen, ey, wenn mir jemand gefällt, spreche ich die Person an. Und das klappt ja auch erstaunlich besser, als man denkt. So, du kriegst viel weniger Ablehnung, als man denkt und es klappt sehr gut. Und das ist eine schöne Erfahrung, muss man einfach sagen. Absolut. Und NoFap kann halt dabei helfen, das zu ermöglichen. Und deswegen, unbedingt mal ausprobieren. Und der Jasper hat auch noch ein E-Book zu diesem Thema. Genau. Es ist komplett kostenlos. Du kannst einfach gerne einen Link in die Beschreibung packen. Genau, der Link wird in der Beschreibung sein. Und hier unten in der Ecke, da ist ja immer dieses Symbol, hier in der Ecke wird es sein. Unten in der Beschreibung. Ich mach auch mal ein YouTube-Video. Also unten in der Ecke und in der Beschreibung wird dann der Link zu Jaspers Buch sein. Was lernt man da? Es geht wirklich darum, die Pornos aus dem Leben rauszukriegen. Und da geht es um 7 Tipps, die du wirklich in den Alltag sofort integrieren kannst. Man kann natürlich noch viel tiefer gehen und wirklich so in die Glaubenssätze, wo kommen die Denkensmuster her und so weiter. Aber um einfach zu sagen, ich möchte jetzt anfangen, wie kriege ich das weg, wenn ich es nicht von selbst schaffe? Und da geben wir 7 Tipps, wie du einen Pornoblocker installierst, was du machen kannst, wenn du in dem Moment Lust hast, was du stattdessen machen kannst und so weiter. Und einfach sagen, die kann ich jetzt umsetzen, um jetzt weniger Pornos zu gucken. Stimmt, Pornoblocker ist eine witzige Idee, habe ich ja nicht gedacht. Das ist eine der simpelsten Sachen, die wenigsten setzen wirklich um, weil auch wieder ganz viel Angst bei so, oh Gott, da kann ich ja wirklich keinen mehr gucken. Ja, aber du kannst es nicht selbst aufheben, oder was? Theoretisch schon, lass am besten jemand anders das Passwort schreiben. Sag deinem Kumpel, er soll das Passwort eingeben. Ja. Und dann kannst du, weil es kann ja auch mal sowas passieren, dass meinetwegen irgendeine Seite geblockt wird, wo irgendwas im Entferntesten Erotisches drauf war, was aber gar nichts mit Pornos zu tun hat. Und du brauchst die Seite wirklich, es ist keine Ahnung, was auch immer. Und dann muss der Kumpel dir irgendwie das Passwort eingeben können, dass du diese Webseite benutzen kannst. Aber du kannst da halt nicht mehr auf Pornos gehen. Weil klar, wenn du dein eigenes Passwort weißt, dann ist hahaha so. Ja. Aber das ist die simpelste Methode. Ja. Wenn du den Zugang dazu sperrst, auf deinem Handy und auf deinem Computer, dann kannst du keine Pornos mehr gucken. Ja. Das ist eine gute Idee. Und solche einfachen Sachen, oder wenn du Lust bekommst, wie kannst du bestimmte Schutzverhalten anwenden und so weiter, dass man wirklich einfach direkt loslegen kann, das ist halt irgendwie wichtig. Und wenn das reicht,
cool, muss man nicht mehr machen. Und wenn es nicht reicht, kann man immer noch tiefer reingehen und sagen, okay, wo kommen eigentlich meine Gedankenmuster her? Ich analysiere mal, wenn ich masturbiere, vielleicht auch, obwohl ich es nicht mehr wollte, warum habe ich jetzt diesmal masturbiert? Ich habe mir doch vorgenommen, es nicht zu tun. Kommt der Reiz sozusagen. War es ein Reiz? War es eine emotionale Lage? War es eine Gewohnheit? Und dann kann man halt präventiv arbeiten und sagen, okay, ich habe eigentlich masturbiert, weil ich immer masturbiere, bevor ich schlafen gehe oder sowas. Und dann habe ich auf dem Handy rumgesurft, bis ich bei Instagram nur noch Bikini-Bilder angeguckt habe, bis ich auf einer Pornoseite war. Ne, kennt man auch irgendwie. Und dann sagt man vielleicht, okay, vielleicht lasse ich das Handy einfach auf dem Schreibtisch liegen und nehme ein Buch mit ins Bett. Und dann lerne ich nicht nur gleich noch was, wenn ich ein Fachbuch nehme, sondern ich werde auch noch müde durchs Lesen und ich kann nicht Gefahr laufen, das Buch zu einem Porno zu machen. Mhm. So. Also es kann ganz simpel sein, aber man muss halt analysieren, wo es herkommt. Sehr cool. Also wie gesagt, die Tipps in dem Buch von Jasper findet ihr unten in der Videobeschreibung und auch hier unten in der Ecke. In der Ecke da oben kommt ihr zum letzten Channel, zum letzten Video auf dem Channel. Das ist das Infield-Video, von dem wir auch geredet haben, der Live-Flirt. Und unten in der Ecke könnt ihr das Ganze abonnieren. Geil, dass du dabei warst. Danke, dass du hier warst. Danke, dass ich hier bei dir sein kann. Aber ich bin ja auf deinem Kanal, also sind wir quasi gerade beide. Genau, es ist so ein intertwined. Ja. Und ja, genau, das war Jasper und ihr findet auch noch ein Video von mir auf seinem Channel, wenn euch das interessiert. Der Channel von Jasper ist auch nochmal unten in der Beschreibung eingeblendet. Ja, das war's von uns beiden hier am Donnerstag. Schön, dass du dabei warst. Und wir sehen uns am Samstag wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.